Ja, moin Leute, hier mal ein kleines kurzes Video zum Thema Winterstiefel, Jagdstiefel. Und zwar war ich letzte Woche wieder in Thüringen, Thüringer Rhön, zur Jagd eine Woche dort und wurde da gefragt, was hast du da für kleine Stiefel an? Und habe mir gedacht, okay, da können wir ja mal ein kleines Video drüber machen. Also, ich habe die letzten Jahre immer, wie ich draußen war, diese Stiefel hier angehabt. Das sind die von Firma Gris Sport. Ich weiß gar nicht, wie die. Backpacking, ich weiß gar nicht, ob die einen direkten Namen haben, keine Ahnung. Sind Lederstiefel. Habe ich mal bei Amazon gekauft. Ich glaube, knappe 100 €. Sind wirklich super, die Dinger. Auch sehr bequem. Sind Lederstiefel, man muss sie erstmal einlaufen. Also, das heißt, ein paar Tage auf in die richtige Form bringen. Aber dann passen sie hervorragend. Sind auch wasserdicht, wenn man sie natürlich richtig pflegt. Und aber für den Winter sind sie mir zu kalt. Ich habe zwar immer Socken an. Das ist hier Woolpower, das müssten, glaube ich, die 400er sein. Aber wenn man dann so sitzt auf Jagd im Ansitz oder so, ist mir das persönlich zu kalt. Hab dann gesagt, okay, da muss ich irgendwas anderes für haben. Hab dann im Internet immer mal so ein bisschen rumgeguckt und rumgesucht und bin immer irgendwie bei der Firma Dema hängen geblieben, ist eine polnische Firma. Und hab dann durch Zufall gesehen, dass meine Frau schon solche Stiefel der Marke hat. Die hat sie, glaube ich, jetzt 3 Jahre und ist dann super zufrieden. Das ist ja auch so ein Kunststoff. Unterstiefel, sage ich mal, verbunden oben mit was ist das hier, so ein Kunstleder oder was hier. Und ja, da habe ich mal geguckt, ob ich sowas Ähnliches finde und bin dann auch bei denen hier hängen geblieben. Das sind die Hunter Pro von Dema. Es gibt auch die Caribou, die sind etwas flacher hinten im Schaft. Aber da war gerade ein Angebot, ich glaube, ich habe dafür bezahlt, ich muss liegen, 75 €. Irgendwie sowas plus Versand. Da habe ich mir gesagt, okay, für das Geld probiere ich es mal aus und habe sie mir schicken lassen. Ja, bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich hab eine Schuhgröße 44 und habe sie mir auch genau in 44 bestellt, weil ich nicht wusste, jetzt größer oder kleiner war das ja immer, je nachdem, wie die ausfallen. Und bei mir passt das hervorragend. Wenn ich dünne Socken anhabe, ist ganz leicht Luft drin, also da bewegt sich der Fuß ganz leicht, aber mit normalen Wintersocken sitzen sie Bombe, da kannst du auch mit ein paar Kilometer laufen. Ich hatte die Stiefel jetzt letzte Woche morgens, nachts und tagsüber an und bin also zum Ansitz, habe damit in der Kanzel gesessen oder bin damit ein bisschen umhergepirscht. Nur nicht die weiten Strecken, also das weiteste war maximal, das ist 4, 5, maximal 5 Kilometer gewesen sein. Bei minus, ich glaube 4 Grad, 3 bis 4 Grad. Nachts beim Ansitz, da war die längste Zeit einmal 6,5 Stunden. Das war ein Tick kälter, lass es vielleicht 6 Grad minus gewesen sein und ein bisschen Wind, ein bisschen Schnee. Aber du sitzt in der Kanzel und dann merkst du vom Wind sowieso nicht allzu viel. Und da hatte ich dann, Moment, was hatte ich da an? Ich hatte die ganz normalen Wandersocken hier von Falke oder hier diese Woolpower Socken an. Das müssten die 200er sein. Wie ist das bei Woolpower? Ich glaube 200 oder 400, je was die Grammzahl der Wolle, wenn man sie verarbeitet hat, auf einem Quadratmeter, das ist dann die Dicke des Materials. So kann man das, glaube ich, erklären. Und ja, wie gesagt, hatte ich keine kalten Füße. Wenn ich meinte, ich war so ein bisschen klamm, dann bin ich mal aufgestanden, habe die Zehen ein bisschen bewegt, mal kurz hin und her getrappelt, wieder hingesetzt. Wunderbar. Beim Laufen draußen sowieso keine kalten Füße mit den Dingern, weil du hast hier so eine Innenstiefel aus Wolle. Wolle sein. Ich weiß nicht, was echte Wolle ist. Keine Ahnung. Hier ist nochmal so eine Sohle mit so einem Aluminium bedampft, ist das, glaube ich, mit fest vernäht. Man kann die auch als Innenden, als Hausschuhe oder sowas anziehen. Und dann ist hier noch so eine Extrasohle nochmal drin. Irgendwie so ein, ist das ein PU-Schaum oder sowas geformt als Kälteschutz nochmal und dann der normale Stiefel. Ja, die sind dann schon natürlich durch diesen Aufbau etwas klobiger, aber man kann damit sogar Auto fahren. Also man kann mit diesen Dingen Auto fahren, ich habe den Automatik. Und ja, es geht. Sie sind halt ein bisschen breiter, aber es ist okay.
Ich hab die Stiefel mal gewogen. Einer wiegt alleine ungefähr 1100 bis 1150, 1150 Gramm so im Dreh, also recht leicht. Und sind, ich meine, für den Preis super verarbeitet. Na komm her. Ja, auch so ein Material, das Kunststoffmaterial mit so einem Kunstleder und so einem Textilmix, wie so eine Membran mit bei. Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass sie oben doch recht dick sind. Wenn man jetzt mit einer dünnen Hose, eine Jeans oder eine andere Hose trägt, also nochmal anders. Wenn man die Hose mit in den Stiefeln tragen will, geht das natürlich sehr gut. Ne? Und kann das dann zuziehen. Aber es macht oben doch sehr dick. Wenn ich aber draußen bin, mal da, ja, dann habe ich immer, das heißt immer, sehr oft so eine alte, so alte Klamotten an und hier so eine alte NVA-Hose. Die ist dick gefüttert, die ist abgesteppt. Wie so eine Latzhose. Ich glaube, das Material, das Originalmaterial war noch ein bisschen dicker. Aber ist egal. Und die kriege ich unmöglich mit in die Stiefel gewirkt, deswegen muss ich die drüber tragen. Und da muss man dann halt schon mal ein bisschen kämpfen. Wenn man dann mit dem Auto rausfährt und erst normale Schuhe hat und dann im Auto diese dicken Botten anziehen will, also das wäre für mich unmöglich, das würde ich gar nicht hinkriegen. Deswegen muss man dann halt ein bisschen kämpfen, dass man die Hose drüber kriegt. Man kann aber damit auch Auto fahren, das geht. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, sonst von der Verarbeitung her, ja, wir reden hier über 80 Euro. Ist das okay? Hier gucken mal ein paar Fäden raus oder hier ist mal so ein Rand vom Gießen, von der Gießform. Ne, kann man drüber wechseln, ist okay. Wie gesagt, Material ist super flexibel und ja, kann ich noch etwas zu sagen? Nein, das habe ich hier ein bisschen aufgeschrieben. Nee, wunderbar. Wie gesagt, falls jemand ein paar Stiefel braucht, die nicht so teuer sind und wirklich warm sind, die sind bis 50 Grad minus angegeben. Ja, gut, weiß ich nicht, ob es bei 50 Grad minus wirklich nicht mehr rausgehen. Aber wie gesagt, für den normalen Betrieb, so was wir hier haben, vielleicht minus 10, 12, 15 Grad, würden sie super passen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Ansehen und viel Spaß beim draußen rumrennen.